Für Korunta, fürs höhere Wohl. Ja, oh, sehr schön. Willkommen, werte Lappen-Lapin, willkommen im alten Ägypten. Willkommen zu Pharao Total War. Wir spielen den guten Korunta. Warum? Das seht ihr gleich. So, wir haben hier einmal Völker als Auswahl. Ich gehe nur ganz kurz und ganz schnell das Ganze durch. Hier sind die Ägypter, da ist Ramses und seine anderen Hecher. Dann haben wir die Kanäer, Isru und Bai. Ich habe keine Ahnung, wer die sind. Und dann haben wir hier die Hethiter. Das ist Supilumnuma und Korunta. Weil ich bin so schnell, weil ich eigentlich wollte ich direkt schon mit dem Korunta anfangen, ohne dieses ganze Pipapo. Aber ich wollte euch noch was zeigen. Deswegen gehen wir jetzt erstmal hier rein, wir nehmen den Korunta. Ich hole mir mein Geburtsrecht zurück. Ja, genau. Sein Geburtsrecht, das müssen wir auf jeden Fall einhalten. Ich fand die Einheiten sehr cool. Und die sind ziemlich Infanterie fixiert. Hier sind auch Bogenschützen, aber ich glaube, die Einheimischen, da standen keine Fernkämpfer. Aber hier sind doch Bogenschützen, deswegen bin ich ein bisschen verwirrt. Ich glaube, die Fraktionseinheiten haben keine Bogenschützen. Genau so war das. Genau. Und ich fand das eigentlich ziemlich cool. Die Location ist jetzt nicht so toll. Aber es steht und fällt ja oft mit den Einheiten, finde ich. Wir haben hier die nur hier. Nur die Starken überleben. Die Kananäer, die Kanikuni. Und die haben alle so Lendenschurzen, baufrei, ne? Da ist hier was oder so. Aber ich weiß ja nicht, so im Großen und Ganzen haben hier noch die Ägypter. Ich bin die Morgendämmerung. Desto wärmer, desto schlimmer wird's. Und ich bin einfach nach dem Style gegangen. Obwohl ich schon einfach gerne Ramses gespielt hätte. Ne? Aber jetzt sind wir hier oben, ne? Beim guten Erdogan. Es, mich herauszuholen. Ich bin nicht Batman. Ich diene dem Volk von Khat. Die haben doch eine Provinz, die heißt Lass Batman. Die Jagd beginnen. Okay, wie auch immer. Ich wollte euch nämlich eine Sache zeigen, und zwar Kampagnenanpassung. Total cool. Hier kann man super viele Sachen einstellen und das finde ich eigentlich ziemlich abgefahren. Ich weiß aber nicht, was ich jetzt hier anmachen sollte und was nicht. Iron Man lassen wir auch mal aus, weil ich denke mal, Speichern und Laden wird ganz praktisch sein. Obwohl es ja schon spannend macht, ja? Pass auf. Aber wenn ich vergesse, die Aufnahme aufzunehmen, und dann habe ich wieder so ein Problem. Deswegen lassen wir es lieber. Verschleißrate Standard, bla bla bla, Rebellion. Fraktionszerstörungsanforderungen. Also das ist sehr cool, dass das drin ist. Na, das ist auf jeden Fall schon mal ein großes Pluspunkt. Es gibt, ja, Plusse und Minusse, wie das halt so ist. Tageszeit würde ich jetzt einfach immer Mittag nehmen. Das ist aber nur für die Kampagne. Ist leider nicht für die Schlachten. Da gibt es leider sehr dunkle Schlachten. Das finde ich immer sehr schade. Aber da müssen wir durch. Ich habe überlegt, wir gehen auf Kampagnenschwierigkeit schwer. Und auf... Obwohl, ich weiß gar nicht. Soll ich auf schwer oder normal gehen? Weil ich habe Angst, wenn ich normal gehe, dass es zu leicht ist. Wir bleiben mal auf schwer. Weil dann ballern die ein bisschen Truppen raus und so. Und wir lassen es offen. Wie weit ich spiele. Wir spielen auf jeden Fall genug. Ja. Damit wir alles mal irgendwie sehen oder so. Und auf ins Abenteuer. Los geht's. Jetzt kommt noch mein Intro. Das habt ihr bestimmt schon alle 100 Mal gesehen. Aber ich will jetzt auf jeden Fall durchlaufen lassen. Los geht's. Holt euch den Thron von Hatti. Hatti Tutti. Ich bin Menepta. Nein, ich bin der große Pharao Menepta. Vor 10 Jahren erbte ich den Thron im Schatten meines Vaters. Des starken Stiers, des Beschützers Ägyptens.
des Auserwählten des Re und Lieblings des Amun, des mächtigen Pharaos Ramses des Zweiten. Ägypten erblühte unter meiner Herrschaft. Doch jetzt spüre ich die Augen des Seths auf mir und dunkle Zeiten heraufziehen. Was soll nur aus meinem Königreich werden, wenn meine Seele ins ewige Land des Jenseits entfleucht ist? So, ich war jetzt ein bisschen eingeschlafen. Ich habe das nämlich schon dreimal gesehen oder so jetzt. Oh. Aber es war cool, ich mag den. Ich bin der große Blablabla. Ist der Beste, ne? Könnte euch gewesen sein. So. Einen Schluck trinken. Die Hethiter sind im Dunkel verloren und suchen verzweifelt nach einem Ausweg aus ihrem Elend. Im Herzen dieses Dunkels lauert der Herrscher von Tahuntasa, Kurunta, dessen Gier, Eifersucht und Arglist Khati weiter entzweien. Obwohl er der Erbe des Großkönigs Muwatalli ist, wurde Kurunta bei der Thronfolge übergangen. Seine Verbitterung hat ihn zur Rache getrieben und seine hethitischen Nachbarn zahlen den Preis dafür. Vielleicht gelangt er an die Macht, indem er die Fürsten der Hethiter um sich schart. Oder vielleicht weidet er sich einfach nur am Chaos und wird ganz Khati in Schutt und Asche legen. Die Insel Zypern ist nicht weit und voller verlockender Bronze. Kuruntas Machtdurst könnte ihn an Zyperns Küste führen und, falls er sich die dortigen Ressourcen einverleibt, würde er zu einer Gefahr für ganz Kleinasien und möglicherweise auch für Ägypten werden. Khati ist bereits dem Tod geweiht. Die Phrygier wetzen ihre Klingen und warten nur auf eine Gelegenheit, das Land zu zerreißen. Doch Kurunta darf nicht außer Acht gelassen werden, denn seine Rache könnte uns alle vernichten und die ganze Welt ins Dunkel stürzen. Warum reden die so, als wenn ich nicht da wäre? So, Fraktionsübersicht, Fraktionsgebäude, Rekrutierung besserer einheimischer Einheiten, Verlangsamung feindlicher Nachbarn, verringerter Einfluss, Fraktionseinheiten, hervorragender Angriff, vielfältige Nahkampfinfanterie, keine Geschossinfanterie, das versteht. Nur die Fraktion, ja? Sonst nichts. Okay, Kommandos! Und Hof, warte mal. Ich weiß gar nicht, was Kommandos sind. Einzige Attraktion zur Verfügung, die auf der Kampagnenkarte eingesetzt werden kann. Diese sogenannten Kommandos repräsentieren die einzigartige Herrschaftsmethode der Fraktion. Okay, irgendwie sowas. So!
Es gibt jetzt wieder, das habe ich nämlich schon gesehen, diese furchtbaren Zwischengebäude. Ich dachte, wir sind die los seit, ich glaube, bei Shurun gab es die auch noch. Das ist dann noch mehr Mikromanagement für Armeen. Das ist, wir werden sehen, wie es ist, ja? Aber das habe ich immer gehasst, auch bei Empire Total War. Furchtbar. Das war dann immer so noch mehr, auf was du aufpassen musstest. Warte mal, was haben wir denn jetzt hier? Schrein? Also da ist ein Schrein. Ah, hier ist es. Also wir haben einen Schrein. Warte mal, das sind verschiedene Sachen. Der ist blau. Religiöse Ausmaßung, Wirtschaftsausmaßung. Und warum ist der so? Ah, nee. Pass auf, ich mache mal hier Wirtschaft, würde ich sagen. Was macht Verwaltung? Legitimation. Wir machen erstmal Wirtschaft. Aber ich weiß ja nicht. Ach so. Machen wir erstmal so. Das sind. Was, sind das Verbündete oder sind das Feinde? Ich glaube, das sind Verbündete, oder? Die sehen irgendwie. Warte mal, ist das mir? Nein, ist nicht mir. Mäh. Kubishna. Krishna. Da machen wir hier mal militärischen Außenposten rein. Keine Ahnung. So, auf in die Schlacht. Ich bin jetzt gespannt. Ich will nur, dass meine Beute leidet. Oh ja. Spielen. Ich will nur, dass meine Beute leidet. Ja, das wollen wir doch alle. Hier ist irgendwo eine Mücke und die hat mich schon zweimal gestochen. Alter, ich habe hier so ein Fliegengitter. Gut, vielleicht sollte das ein Mückengitter sein, aber... Naja. Naja, naja. Ach, es geht schon los. Entschuldigung, ich war hier. Nein, ich war nicht im Handy. Ach du Scheiße. Nebel? Oder Vorhersage Sturm? Oder Pest oder Cholera? Warten. Also das ändert sich gar nicht. Nee. Okay. Also das Coole ist... Möge der große Taruna den Himmel aufklaren lassen. Ja, genau. Der Unfehlbare. Da ist er. Ist das cool, ne? Finde es cool, dass sie jetzt wieder so Einheiten haben. Wir nicht dieses Saga-Zeug-Feeling bis jetzt haben. Und auf ins Abenteuer, würde ich sagen. Achso, sollen wir uns irgendwie besonders aufstellen? Sie werden in einer Flut aus Blut ertrinken. Die Flut. Aus Blut. Ich mache einen Standard. Schwerter. Machen wir so einen Treppensturm. Ich nenne es Treppensturm. Eigentlich müsste es... Und automatisch abgesperrt. Das habe ich auch immer eingestellt. Und los geht's. Und jetzt rennt ihr! Los, ihr tapferen Lappen! Schickt die Milizen, die kosten gar nichts. Das sieht schön aus, oder? Schick die Iren. Los, sterbt für mich. Für nichts. Ihr werdet tot sein und ich werde groß sein. Ach, guck mal, hier sind wieder kleine Banner dabei. Das ist nur für den Anführer, ne? Damit wir alle wissen, wo der ist. Oh, es geht jetzt los. Okay, Slow Motion geht, sehr gut. Das alle? Die Luft fühlt Aha. sich schwer an. Also unser Anführer geht auf deren Anführer. Machen wir so. Und der flankiert von hinten. Wir haben sie gesichtet! No shit, Sherlock!
Los! Füge runter! Fürs höhere Wohl! Ja! Oh, sehr schön! Ich habe die Schrecklinge entdeckt! Marschiert, Brüder! Ah, das sind die Bogenschützen, glaube ich, überall. Position langsam einnehmen. Flankierung los. Der Tod scheint unausweichlich. Sehr gut. Oh, der hat den getreten, habt ihr das gesehen? Also sie haben minimal Interaktionen, aber nicht keine quasi Finisher oder so. Ist natürlich sehr schade, aber es kommt vielleicht mit dem Blood and Gore DLC oder so. Ah hier, guck mal da, die haben gekämpft immerhin. Also es ist schon was da. Hier, machen wir wieder an. Ja, das sind nur Milizen, das ist völlig okay. Der kämpft noch gar nicht. Bewegung! Schlage eine Schneise. Ja, ja, genau. So, wir gehen mal hier hin. Bin auf der Pirsch. Nur Faschamini könnte das reparieren. Oh, ey, hier. Oh. Weiter voran. Vorwärts. Königsgarde. Wir verfolgen die Schwachen. Das klingt aber nicht sehr königlich. Soldaten von Khati. Ja, das war's. Sehr schön. Die Schlachten gehen wieder was länger, das finde ich ganz gut. Es kommt immer drauf an. Also bei Shogun war das geil, da waren sie konsequent schnell. Das war wirklich krass. Aber es war auch ein ganz anderes Szenario irgendwo. Ah, sehr gut. Geschafft! Der Sieg erwartet uns! Der Anführer ist aber noch nicht tot. Das ist deren Banner. Seht ihr den irgendwo? Der läuft bestimmt schon am weitesten von allen. Nee. Sehr schön. Einheiten auffüllen. Moral. Töte ihn jetzt drei. Was? Töten sie jetzt. Drei Runden. Das hast du. Max, lachen über diese Aussichten. Schatzkammer. Wir gehen mal auf Einheiten auffüllen. Ach, scheiße. Machen Moral. Ich will ihre Schreie hören. Okay. Überhaupt nicht cringe. Kybria. Gehen wir direkt mal erobern, ne? Der Hirsch stürmt heran. Oh ja. Oh oh. Ich werde euch zerfetzen. Ups. Dann, sind das nochmal die Verstärkungen? Wir... umkreisen. Der Hunger soll, soll der mich angreifen? Was ist das denn hier, die Moral? Warte mal, was ist denn das? Nee, das ist, wie viel einer nicht mitnehmen kann. Ah, nee, ich glaube, wir gehen nochmal zurück. Khati ist mein. Rückzug! Ich will nur, dass meine Beute leidet. Hochmut kommt vor dem Blödsinn. Marschiert, bis ihr umfallt. Durchstreife die Wildnis. Kann ich so rekrutieren? Schärfe eure Reißzähne, meine Soldaten. Aber immerhin heilen die sich.
Aha, oh Gott. Charakter kann einen Titel annehmen. Den da? Nein. Ach, guck mal, dafür brauchen wir da irgendwas. Kann ich den hier annehmen? Aha, wir sind jetzt Sturmkrieger. Ah, hier sind Plusse. Nachschub. Bewegung auf See und Land und das ist Unterhalt. Das ist ja geil. Bewegung ist doch richtig gut. Okay, ich weiß genau, was ich hier tue. Keine Sorge, ich bin der Beste. Oh Gott, werden sterben. So. Oh Gott. Ja, keine Ahnung. Im Zweifel einfach Wirtschaftsgebäude bauen. Produktion, Bronze ab. Ah, da oben haben wir 9 Bronze, 90 Holz, 0 Stein. Irgendwas, was Stein abbaut? Aber das boostet doch nur. Gunst! Hier ist so ein Tempel. Bauen wir den Tempel. Offene Aktionen. Königlicher Erlass. Ach, ist das Forschung? Zufriedenheit. Wachstum, Arbeiterschaft, Zufriedenheit erstmal. Die Bildchen sind sehr verwirrend. Kann ich nicht so richtig erkennen, was das soll. Jagt die Beute. Runde Ben. Oh, wir haben die erste Runde absolviert. Unfassbar. Oh Gott. Das fängt ja gut an. Und los geht's. Gefecht führen. Ha, das ist genau das, was ich wollte. Alles geplant. Schlacht von Tarantassa. Die Endschlacht. Gleich Credits. Tududu, Ende. Mal. Okay, wir müssen das jetzt für uns nutzen. Ich muss überlegen. Er hat Bogenschützen, also können wir jetzt nicht Hügel abwärts gehen oder so. Er kommt zu uns. Also ich will jetzt nicht direkt Korn erkämpfen, das wäre schon ziemlich peinlich. Wir bleiben hier im Wald. Wir haben keine Bogenschützen. Wir benutzen die Milizen als Flankierer. Oh ja, werden sie. Speerkrieger. Mehr nach, Männer. Reserven. Bewegung. Offizier. General. General. So, und das sind unsere Flankenflitzer hier. Für Ruhm und Ehre. Für Ruhm und Blödsinn. Lang lebe Hufflepuff. Packt sie in Stücke. Guck mal, wie schön das aussieht. Also ich finde das sehr cool, aber ach, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das jetzt ausblenden kann. Ich kann ja so quasi per Knopfdruck das ausblenden. Okay, ein paar Bogenschützen kommen hoch. Soldaten von Krati! Bereit für den Kampf! Für Macht und Ruhm! Verteidigungsposition! Bogenschützen nach hinten, Schilde nach vorne! Ich glaube, die sehen mich gar nicht. Ich muss mich ausruhen. Marschiert, Brüder. Ja, wir sind ein bisschen ausgepowert. Nach, Männer. Oh, guck mal, wer da ist. Angriff. Okay, wir sehen Wälder. Jetzt muss ich hier aufpassen. Wir bleiben jetzt erstmal so stehen. Speere. Jetzt müssen wir den aufhalten. Pflichtbewusst. Marschiert, Brüder. Und los geht's. Bereit für den Kampf. Los geht's. Heute sterben sie. Da sind sie ja. Alter, was für ein Waldgefecht. Okay, los geht's. Speere. Im Namen Khatis. Müssen wir die auch binden? Der Raubtiergott. Der Wolfgeist ist unter uns. Und los geht's.
für Macht und Ruhm. Ich kann die nicht angreifen, ich verstehe aber nicht, warum nicht. Doch, tut sie. Ich muss mal gerade die Scroll-Intensität runterschrauben, sonst bin ich immer so zuckelig. Bewegungsgeschwindigkeit können wir mal ein bisschen runter machen, so 70. Drehgeschwindigkeit machen wir auch mal so auf 3. Und Filmglättung? Was ist denn die Filmglättung? Kamera wackeln. Aus. Na, wir können auch taktische Kartern machen. So sieht das aus. Aber das ist sehr langweilig. Sehr gut. Zeigt ihnen, dass Müdigkeit überhaupt nichts ausmacht. Ich will schlafen. Schweig. Ah, das sieht alles nicht so gut. Es sieht alles hervorragend aus. Wir sind in einen Hinterhalt geraten. Oh Mann, wir sind schon ziemlich... Weiter voran! So, jetzt müssen wir hier ein bisschen, ne? Wir verfolgen die Schwachen. Entweder machen wir da jetzt erstmal zu oder hier. Ich glaube, wir machen erstmal hier zu, dann haben wir die frei. Ich mag die Prügelgeräusche, die sind sehr schön. Klingen sehr authentisch. Wir halten die Fronten. Ja, es dauert halt alles ewig, ne? Ah, die Milizen! Der Brutaltrupp hat sich freigeprügelt. Soldaten von Khati! Mir tut alles weh. Und haut da nochmal ein bisschen drauf rum. Ich glaube, zurück kommen die aber nicht mehr. Vorwärts, Marsch! Brecht ihren Mut! Okay, dann wegmachen. Entschlossen an! Bereit zu töten! Bin ich irgendwelche Fähigkeiten? Nee, Gott sei Dank nicht. Boah, was ist das da? Stets bereit! Stellung halten. Das Gemetzel wartet! Kann ich das auslösen? Wir sind erschöpft! Räuber und Feuerteufel aktiviert, kann einer Gebäude in näheren Brand setzen. Stellung zurückweichen. Lustig. Korunter! Wir lauern unsere Beute auf. Die Runde. Ja. Jetzt komme ich mir vor wie Marc Anton bei der Home-Serie, wo am Pferd sitzt ein Apfel ist. Ja, jetzt kann man nur noch warten. Und wenn es zu langweilig wird, zu den Waffeln und mitmachen. Heute sterben sie. Hier in den Wäldern fühle ich mich zu Hause. Hier in den Wäldern fühle ich mich zu Hause, hat er das gerade wirklich gesagt? Aha. Ahahaha. Sie wanken? Und das ist der Anführer. Ist ja der gleiche schon wieder. Der Sunifuni. Wird sich noch mehr in den Kampf schicken. Wir haben ihren Mut getroffen. Weil die Kämpfe länger gehen, hat man mehr Zeit für Mikromanagement. Es sei denn... Weil hier gibt es ja ganz viele Chariots, also die Wagen. Die waren ewig immer total OP in allen Partien. In allen Spielen, weil die überall durchrushen einfach nur. Das war's. Bin ich gespannt, wie das ist. Das wieder so ist. Zum Beispiel bei Rome hatten diese Schlachtenwagen halt. Die sind einfach immer durch die Einheiten durchgefahren. So Mikromanagement-mäßig. Das war immer total öde. Bin gespannt, wie das hier so ist. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt noch platt kriegen. Guck mal, ich will mal, dass das die Kamera nicht so schlagartig hoch und runter geht, wegen dem Mausrad. Ich weiß nicht, wie ich das ändern könnte. Bewegungsgeschwindigkeit, Drehgeschwindigkeit, weißt du, die Edge-Scrolling, was aktiviert. Weiterbewegung der Kamera am Bildschirmrand. Standardkamera, klassische Total War-Kamera. UD-Bug-Kamera, ist das quasi ranzoomen? Bis zum geht nicht mehr. Ja, geht doch.
Ist das cool. Okay, Ben. Er ist tot, sehr schön. Ja, er ist tot! Ja. Hervorragend. Das war doch cool. Ach, das war doch schon ein erquickender Anfang. Ich hatte das, ich gebe jetzt mal zu, schon auf normal angefangen. Das war ziemlich langweilig. Ja, guck, da sind, na, sowas müssen die jetzt auf den Schlachtfeldern machen. Knapper Sieg, ich darf doch bitten. Moral bitte. Ich bin entfesselt. Ist trotzdem geflohen. Bestimmt wieder ein fünfter Bruder des dritten Earls oder so. 72, so wenig Fraktion, oder? Wenn man so Warhammer spielt, aber das Bewohnmeister hat ja auch was ganz anderes. So. Ich will nur, dass meine Beute leidet. Wir gehen mal auf Lager. Eins mit der Wildnis. Und jetzt rekrutieren wir mal. Guck mal, wir haben Steinschleuderer. Das ist schon mal gut. Dann nehmen wir zwei Stück mit rein. Ihr seid entweder auf meiner Seite oder... auf ihrer Seite. Ich glaube, wir nehmen... wir haben jetzt schon zwei Schwertkämpfer. Ich würde gerne noch zwei Speerkämpfer mitnehmen. Schärft eure Reißzähne, meine Soldaten. Okay, was haben wir noch? Baumöglichkeiten. Was haben wir denn hier? Offiziersübungsplatz, Rekrutierungskosten. Warte mal, das ist Söldnerstube, das ist sehr geil. Und das ist Rekrutierungshalle. Aber ist die Frage, wir haben bestimmt noch so viele Gebäude, die wir machen müssen. Denkmäler sind nur zukünftige Ruinen. Ey, das stimmt. Hier ist Werkstatt des Kunsthandwerkers, Haus der Hebamme, Stand des Ausrufers. Ich glaube, die ganzen Sachen kann ich gar nicht bauen. Wir haben noch vier Gebäude. Provinzverwaltung. Guck mal, hier, Verwaltung, da haben wir auch noch nicht alles. Also ich muss jetzt echt überlegen, was wir machen. Infanterieunterkünfte, mögliche Rekrutierung von... ja. Also wir haben jetzt schon den gebaut. Hier haben wir noch Holz. Das ist halt die Frage. Ich meine, ich kann auch abreißen. Ne? Also Essen ist okay, glaube ich. Bronze... das sind aber so Sachen Gold. Plus, gucken wir mal. Und okay. Gut, liebe Leute, das war die erste Folge Total War Pharao. Ich danke euch hier fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder nächste Folge. Nicht vergessen, schön abonnieren, kommentieren und ein Däumchen da lassen. Das hilft mir sehr. Ja, ihr seid die Besten. Und ich würde sagen, bis dahin wie immer, haut rein, Leute.